Ja, ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen hier zu Warhammer Quest Silver Tower. In diesem Spiel werden wir den Silver Tower erklimmen. Allerdings nicht mit Ordnung, Zerstörung oder Chaos, sondern mit Tod. Und damit meine ich mit unseren Untoten. Dieser Silver Tower, der wird hauptsächlich von Sehenskreaturen kontrolliert. Und am Ende des Towers steht ein großer Dämon. Und das ist unser Ziel, diesen Silver Tower zu erklimmen und den Dämon zu besiegen. Bevor wir allerdings loslegen, zeige ich euch jetzt erstmal die Oberfläche des Spiels. Und vielleicht habt ihr dann ja selber Bock auf dieses Spiel. Ja? Aber wir beginnen nicht mit der Startseite, sondern wir beginnen links mit dem Shop. Und wie ihr seht, ja, das Spiel gibt es auch als Mobile-Version. Und ihr könnt hier alles kaufen für Echtgeld oder mit den Goldkronen, die man bekommt. Oben links sehen wir unser Spielerlevel. Wir bekommen pro Level auch immer eine Belohnung. Welche, das zeige ich euch nachher noch. Das kann man in den Einstellungen sehen. Und oben rechts sehen wir verschiedene Ressourcenarten. Ja, wir haben hier ganz normale Goldkronen. Das ist Erfahrung. Und das hier, das sind die Marken, die man später braucht, um die Champions, die ihr habt, weiter leveln zu lassen. Also ab Level 10 braucht man diese Marken. Na, wir haben hier Ordnung, Tod, Chaos und Zerstörung. Es ist ein bisschen schwierig, an diese Marken zu kommen. Wobei hier kann man natürlich jetzt auch welche kaufen, ist klar, aber man braucht natürlich immer erstmal die Währung, um sich halt diese Ressourcen zu beschaffen. Beschwörungssteine sind aber am schwersten zu bekommen und diese Beschwörungssteine, die braucht man, um Champions zu erschaffen. Das ist soweit ganz okay, aber man kann keine bestimmten Champions erschaffen. Das heißt, es ist ziemlich random. Ich hoffe, das wird irgendwann noch geändert, denn das ist nämlich mein Hauptkritikpunkt an diesem Spiel. Dann kommen wir zum Turm und hier seht ihr schon, der Silver Tower, der hat hier 5%. Ja, ich habe noch nicht viel gemacht, ich habe nur ein bisschen gespielt. Ich habe nur das erste Level und das Tutorial gespielt. Aber das erste Level zeige ich euch jetzt trotzdem gleich nochmal. Und hier drüben haben wir dann auch die zweite Kampagne. Ja, es gibt eine zweite Kampagne, Schatten über Hammerhall. Diese Kampagne, die werden wir hier nicht spielen, zumindest nicht in diesem Let's Play. Das machen wir dann nochmal in einem extra Let's Play. Ja, also, und außerdem muss man die sowieso erst freischalten, und zwar Prüfung des Schattens Teil 3. Und das ist eine Mission hier in diesem Silver Tower. Erst dann kann man diese zweite Kampagne spielen. Und die werden wir dann auch nicht mit den Untoten spielen, die werden wir dann mit irgendeinem anderen Team spielen, vielleicht Ordnung. Oder Zerstörung oder Chaos, je nachdem, worauf ich dann eben halt Bock habe. Hier ist die Startseite und hier gibt es jeden Tag neue Nebenquests, die kann man jederzeit machen. Und diese Quests, die sind aber nicht nur ein Level, ich kann hier einfach mal draufklicken. Und hier seht ihr dann, eine Quest sind immer mehrere Levels. Ja, am Ende winkt dann wirklich auch die große Belohnung. Und es gibt auch noch weitere Aufgaben, die sind hier allerdings jetzt für mich geschlossen. Die eine weitere Aufgabe, ich glaube, das war das hier. Da kommt dann immer Wellen vom Gegner und je nachdem, wie lange wir durchhalten, umso höher ist dann die Belohnung. Also so eine Art Survival-Modus, das gibt es hier auch. Und dann kommen wir zum nächsten und das sind die Champions. Ja, ich habe einige Beschwörungssteine investiert, sage ich jetzt mal. Und ich möchte euch jetzt gerne hier meine Champions auch mal zeigen. Wie ihr seht, es kann sogar passieren, dass wir mit Beschwörungssteinen welche doppelt bekommen. Ja? Hier zum Beispiel diese beiden. Oder diese beiden Chaos, Hexer oder Schaman. Weiß ich jetzt nicht mehr, was das sind. Also es kann schon passieren. Ach, hier habe ich ja noch so einen. Ja. Jetzt stellt euch bestimmt die Frage, warum gerade die Untoten? Wir gehen einfach mal die anderen durch.
geben wir erstmal Zerstörung. Das sind dann die beiden Grünen heute hier und der Oger. Das ist übrigens der mit der großen Kanone. Und ja, es kommt halt immer wieder auch auf das Balancing drauf an. Ja? Bei Zerstörung hätten wir einen Fernkämpfer, nee, zwei Fernkämpfer und einen Schaman. Ist jetzt nicht so eine coole, krasse Kombi. Passt von daher nicht. Ja. Ach ja, wir sind mit drei Charakteren übrigens unterwegs, ne? Also mit drei Champions. Dann Chaos. Ja, warum geht Chaos nicht? Wir haben hier einen Barbaren-Pferdenkämpfer mit einem Chaoshund. Dann haben wir hier Boy-Schaman. Zwei Schamanen. Dann haben wir noch einen Sorcerer, also einen Hexer. Also wir haben die Auswahl von einem Fernkämpfer und zwei Schamanen und einem Hexer. Toll, drei, die zaubern können und einem Fernkämpfer, ja. Passt also von daher auch nicht. So, Ordnung wäre gegangen. Bei Ordnung haben wir sehr viel Auswahl. Wir haben hier von den Stormcrest-Eternals haben wir hier mehrere. Wir haben zwei Dunkelelfen, wir haben hier eine Sorceress und eine Hair Queen. Und wir haben außerdem noch zwei verschiedene Fire Slayer, und zwar ein Fire Slayer Doomseeker, das ist ein klassischer Nahkämpfer, und einen Fernkämpfer Auric Hasgard. Frag mich nicht, wie der den Fernkampf einsetzt. Ich weiß es nicht. Ja, und das wäre natürlich auch gegangen. Vielleicht spielen wir die sogar in der zweiten Kampagne, dann mal sehen, je nachdem, worauf ich dann eben halt Bock habe. Und jetzt habt ihr das bestimmt schon gesehen. Ich habe bei den Untoten auch vier Charaktere. Das ist richtig. Wir haben hier einen Nekromanten. Einen Spirit Torment. Übrigens Fernkämpfer. Ein Virkos Bloodborne. Das ist so ein Ghoul-ähnlicher Fernkämpferheld. Nahkämpferheld. Und wir haben einen Mymon Banshee. Und ja, wir haben also sehr. Nee, nicht sehr, sondern wir haben hier drei verschiedene Kategorien in Nahkampf, Magie und Fernkampf, und daher habe ich mich dann jetzt letzten Endes für die Untoten entschieden, weil ich denke, meistens wird man auf YouTube gemixte Teams sehen oder Ordnung oder whatever. Ich glaube, ein Untoten-Team wird man nicht so oft sehen. Ich glaube allerdings auch ein Chaos- oder ein Zerstörungsteam wird man nicht so oft sehen, aber wie ihr seht, das hätte halt jetzt nicht vom Balancing hingepasst. Die Champions müssen natürlich alle unterschiedliche Fähigkeiten haben, und da sind jetzt die Untoten meine beste Wahl. Den Nekromant, den nehmen wir übrigens nicht mit, sondern wir nehmen den Espirin Torment mit. Den zeige ich euch jetzt hier mal. Also ihr seht schon, wir haben ein bisschen gespielt, aber nicht viel, damit ich euch natürlich auch ein bisschen was erklären kann. Wir sind hier auf Level 5. Und hier steht sogar auch ein bisschen Lore, das könnt ihr euch auch gerne mal durchlesen. Und hier steht dann immer die Spezialattacke. Und hier ist es Energieentzug. Den habe ich jetzt noch nicht so persönlich auf eingesetzt, aber ist ganz praktisch gegen stärkere Gegner. Der entzieht Feinden im Umkreis von zwei Feldern eine Aktion. Also können Gegner eine Aktion weniger machen. Abklingzeit zwei Runden ist auch ganz okay. Hier seht ihr dann die Werte, und hier drüben seht ihr ebenfalls die Waffenwerte. Ja, und diese Waffen, die kann man auch ganz einfach, wenn man welche hätte, hin und her switchen. Das ist alles ganz easy. Gunst kann man hier auch welche reintun. Ich habe jetzt meine Gunst nur bei dem Ghoul reingepackt. Ja, seht ihr auch hier ausgerüstet Edgar Altmann. Das ist dieser eine Ghoul. Ja, die will ich nämlich wegnehmen, weil ich habe nur eine Gunst. Und ja, Outfits gibt es übrigens auch. Und Levelaufstieg, den sieht man hier. Wie gesagt, ab Level 10 braucht man, wie ihr seht, diese Marken. So, mein zweiter Charakter.
Ist er hier, der Edgar? Von dem kann ich mir sogar den Namen merken. Irgendwie finde ich den cool. Er kann allerdings wenig ab. Hat aber eine coole Spezialfähigkeit und das ist der Blutgeruch. Wähle einen Feind innerhalb von 5 Feldern aus und verringere seine Verteidigung um 100%. Abklingzeit 1 Runde, das ist sehr, sehr gut. Und hier habe ich auch schon eine Waffe für ihn, die habe ich ihm gegeben, und zwar die durchdringende Klänge. Und ansonsten ist er auch schon Level. Ach ne, Level 4 ist er noch. Ich dachte, der ist auch schon Level 5. Und mein dritter Champion ist diese Benri. Die hat halt Spezialfähigkeit, betäubendes Geheul. Stößt ein schreckliches Geheul aus, das alle Charaktere im Umkreis von 4 Feldern für 2 Runden betäubt. Ja, das ist betäubt, das sollte eigentlich ungeändert werden. In Vereisen, ja, sie vereist die Gegner. Von Betäubung habe ich da nichts gesehen. Und hier steht auch alle Charaktere, also ich habe damit auch schon auf meine eigenen eingefroren, da muss man wirklich ein bisschen mit aufpassen. Und ja, sie kann aber sehr, sehr stark und sehr gute Zauber einsetzen. Das sind meine drei Champions, mit denen ich spielen werde, und jetzt zeige ich euch hier noch den letzten Tab. Und zwar, hier kann man dann seine Charaktere beschwören. Es gibt auch epische Beschwörungen, da werden die Charaktere besser. Und das hier, das ist nochmal die epischste Beschwörung. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie man das nennt, aber da kann man dann auch nochmal die Charaktere beschwören. Ja, hier steht jetzt, öffnet Dienstag 16 Uhr. Das war übrigens auch mal ein anderer Tag. Das war mal Sonntag 16 Uhr. Das ändert sich ab und zu anscheinend. Und für eine epische Beschwörung sieht man hier schon, braucht man mehr Beschwörungssteine als wie bei einer normalen Beschwörung. Ja, bei einer epischen Beschwörung werden die dann nämlich auch besser. So, jetzt kann ich euch nur noch eins zeigen, und das sind die Einstellungen, was man hier so einstellen kann. Irgendwie finde ich die Musik auch ein bisschen zu laut, glaube ich. Ich mache jetzt nochmal ein bisschen runter. Und das Ganze läuft über Google-Konto. Damit müsst ihr euch anmelden, damit das alles gespeichert wird. Und Champions, ja, hier seht ihr die Anleitung für Angriff, Verteidigung, Gesundheit, Bewegung. Und hier ist noch die Waffenanleitung. Das steht hier alles. Und hier auch nochmal die genaue Erklärung für die Währungen. Und hier steht das auch mit Level 10. Da braucht ihr dann diese Marken. Ich weiß aber nicht, ob das dann auch für die weiteren Level gilt. Keine Ahnung. Spielerlevel steigt man natürlich auch. Ich bin jetzt hier und habe damit 300 XP bekommen, und bei Level 5 würde ich jetzt 50 Beschwörungssteine wieder bekommen, und das Ganze geht dann hier irgendwie random weiter ab Level 11. Und ganz wichtig, hier ist eine Liste der Charaktere, die man beschwören kann. Das sind auch dieselben bei epischer Beschwörung, und da gibt es keine Unterschiede, nur bei der epischen sind die eben halt ein bisschen besser. Und wie ihr hier seht, gibt es auch schon bei Ordnung die meisten Charaktere. Es gibt viele verschiedene Charaktere. Wir haben hier den klassischen Ork-Boss, wir haben hier einen Hexenjäger, wir haben hier einen Sigma-Priester, glaube ich, ist das. Slayer, wir haben Barbaren und so weiter und so fort. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele verschiedene Charaktere. So, ja, damit hätte ich euch alles gezeigt. Ach, eins habe ich noch vergessen, und zwar die Champions, die haben alle Max-Level. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, wo man das sieht. Weiß ich jetzt nicht mehr, fällt mir jetzt nicht mehr ein. Aber auf jeden Fall sind die Max-Level verschieden. Einige können 40 werden, Max Level, und einige können 50 werden. Und das ist sehr unterschiedlich. So, jetzt habe ich euch alles gezeigt. Ich habe euch jetzt
fast 15 Minuten vollgelabert. Ich würde sagen, jetzt starten wir mal in den Silberturm mit unserem Team. Ja, das hier, das war halt nur das Tutorial. Und wir machen jetzt hier nochmal die erste Mission. Beziehungsweise die ersten Missionen. Also, ihr habt ja hier diese Levels. Und das ist aber alles nicht immer nur ein Level, sondern wie ihr hier seht, ein so ein Ding hat immer mehrere Level. Und das würde ich sagen, möge die Show beginnen. Ja, meine Charaktere, die sind sogar noch alle eingestellt. Und dann zeige ich euch mal das Kampfsystem. Also hier seht ihr das Level, besiege 3 Todfeinde, gelange zum Ausgang. Und das ist immer so, das ist immer gleich. Oh, ganz schön kalt hier oben. Mein Meister sagt, dass jetzt deine erste Prüfung beginnt. Solch eine leichte Aufgabe. Töte seine 3 Akolyten und stelle dich auf seinen Ausgang, um zu gewinnen. Und halte Ausschau nach dem Portal. Dort lauert immer neue Gefahr. Ja, diese Portale, die kommen sehr oft. Die spawnen dann aber nicht gleich nächste Runde, sondern das ist irgendwie unterschiedlich. So wie ich das bisher bemerkt habe. Und jetzt, werde ich euch jetzt hier noch einiges zeigen. Und zwar haben wir hier oben, seht ihr Sterbliche, und da sehen wir dann auch den Namen, und da sehen wir auch die Level. Wir sehen auch, was sie hier für Waffenarten haben. Also die hier, die mit alle Fernkampf. Die schießen irgendwelche komischen Magiekugeln ab vom Sehenschalt. Sind aber jetzt nicht besonders stark. Dann werden wir auf einem unserer Champions klicken. Dann seht ihr hier schon diesen roten Rand. Das ist die Reichweite der Waffe. Außerdem seht ihr hier blaue und orangene Rechtecke. Das heißt, wir können immer nur bis zu den Feldern hingehen. Also können immer nur bis zu den blauen Feldern hingehen. Und dann können wir noch fern, oder beziehungsweise nicht Fernkampf, sondern unsere Magie oder unsere Waffen einsetzen. Wenn wir jetzt weitergehen, zum Beispiel hierhin, bis zu den orangenen Feldern, dann können wir unsere Waffen nicht mehr einsetzen. Und unsere Fähigkeiten übrigens auch nicht. Deswegen ist jeder Zug mit Bedacht. So, ja, die Gegner hier sind alle relativ einfach. Und alle noch Level 1. Und ja, hier oben habt ihr eben halt noch das Menü. Ich will irgendwie immer da oben Runde beenden machen. Warum, weiß ich nicht. Ich glaube, das war bei anderen Roma-Quest-Teilen so. Und ja, unten ist halt Runde beenden. So, jetzt habt ihr etwas Entscheidendes gesehen. Und zwar ist einer von den Gegnern in meine Fernkampfreichweite gegangen. Und dadurch gab es dann diesen Reaktionsschuss. Das kommt nicht immer. Ist aber sehr effektiv, ja. Das kann man sehr gut einsetzen, wenn man jetzt auch zum Beispiel irgendwie hinter einer Wand steht und dann kommt ein Gegner um die Ecke oder so. Das ist schon sehr, sehr geil gemacht und auch sehr praktisch. So, Crit-Chancen gibt es übrigens auch. Ganz normal. Und es gibt auch Chancen für Todesschlag. Da schlägt dann der Charakter nochmal zu. Stella Vista. Also es ist im Grunde so wie jedes Warhammer Quest, nur eben in Warhammer Age of Sigmar. Also die 3 Todfeinde haben wir schon besiegt. Aber die besiegen wir auch noch. Die kann zweimal ihre Fernkampfwaffe einsetzen, sehr praktisch. So, jetzt reicht das aber, jetzt gehen wir zum Ausgang. Die anderen Levels kommen auch noch. Genau, das war's jetzt mit dem ersten Level. Ist natürlich noch ziemlich simpel gehalten. Am Ende jedes von jedem Level gibt es halt eine Belohnung auch. Und hier gibt es jetzt irgendwie keine Belohnung. Lol, ja, wahrscheinlich, weil ich das schon geschafft habe.
Ja, deswegen hat er mich jetzt auch wieder ganz zurückgekickt. Egal, wir machen das zweite. Dann seht ihr das auch noch. Jetzt müssen wir 6 Feinde besiegen. Du kämpfst nicht schlecht, aber mein Meister will mehr. Er sagt, dass du reich beschenkt wirst, wenn du 6 seiner Akolyten besiegen kannst. War nicht. Gar nicht wundern, man kann die Map übrigens nicht drehen, man kann nur raus und rein so, mehr kann man nicht machen, man kann mit dem Pfeil oder WASD-Taste nichts machen. Also man kann hier wirklich nur so die Kamera drehen und raus und rein, mehr kann man nicht machen, man kann jetzt nicht hier irgendwie den Blickwinkel ändern oder so, das geht hier leider nicht. War wohl zu teuer. So. Die sind halt alle Level 1, also ist jetzt für meine Champions hier kein Problem. Das wird natürlich später alles noch schwieriger. Bin mal gespannt, ob ich den ganzen Turm überhaupt schaffe. Vielleicht schaffe ich das ja auch gar nicht. Weil ich werde natürlich alles geben, um es zu schaffen. Das ist der Todesschlag, den ich euch eben erklärt habe. Der kommt halt manchmal auch. Achso, ja, wir müssen hier nur 6 Feinde besiegen. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn das Ziel? Aber hier gibt es kein Ziel, wir müssen halt nur die Feinde besiegen. Das mag ich am liebsten. Aber wir beenden einfach und warten. Das ist übrigens auch das Gute immer, wenn die Gegner auftauchen, können sie erstmal nichts machen. Zack. Und Reaktionsschuss. Das war's. So. Dann sind wir jetzt beim dritten. Und dann in der nächsten Folge geht es dann mit dem Level weiter, das ich noch nicht kenne. Ja, hier wird ein großer Boss angekündigt. In Anführungsstrichen groß. Hier wartet dein Untergang. Ja, das will ich sehen. Reich! Das ist Talos, einer der besten Kämpfer meines Meisters. Naja. Wenn er so gut ist, warum kommt er dann am Anfang, ne? Aber okay. Gut, wir sollen über die Brücke. Also hier hin zum Ziel sollen wir. Ich kann mit der aber noch Fernkampf machen. So. Jetzt brauchen wir nur noch zum Ziel. Ich kann ja mal hier meine Fähigkeit machen. Ja, und jetzt ist eben halt seine Verteidigung mal 100% gesunken. Und damit habe ich ihn jetzt sogar gekillt mit Verfehlen. Wäre sonst, glaube ich, nicht möglich gewesen. Obwohl Verfehlen eigentlich daneben heißt, ne? Aber irgendwie, naja. So, ja, ich denke mal, jetzt können wir zum Ziel. Also die sind hier immer noch alle Level 1, wie ihr hier seht. Sterbliche von Siege.
Und damit wären wir dann hier auch am Ziel. Gut. So, jetzt kommt das Vorletzte. Man kann übrigens auch die Items, die man übrig hat und die Champions, die man übrig hat, also ein Kram, was man übrig hat, wenn man das nicht will, dann kann man das auch alles verkaufen, aber das zeige ich euch in einer anderen Folge. Ach, besiegen 6 Feinde, ich dachte, jetzt soll ich ihn schon besiegen. Ach nee, das kommt im letzten Level, ne? Oh, ist Peter extra da umsonst hingegangen. Ach man, wieso gehst du nicht unten längs? Dann hätte wahrscheinlich der Reaktionsschuss wieder geklappt. Ja. Wieder einer weniger. Und wieder einer weniger. Ja, die hat hier irgendwie so eine lilane Waffe. Ich habe keine Ahnung, wo ich die herbekomme. Vielleicht von der epischen Beschwörung. Auf jeden Fall geht die damit echt schon gut ab. Die macht schon sehr, sehr guten Schaden. Das war wieder der Reaktionsschuss. War schon wieder kritisch. Wahnsinn. Also die ist doch noch nie gestorben bei mir. Die anderen beiden, die sind schon mal gestorben, aber die noch nie. Na, mit Todesschlag. Das Level beendet. So, jetzt kommt der letzte. Jetzt kommt Talos. Talos Jabberclaw. Ja, 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 der wird mich sicherlich nicht vernichten. Ja, der hat eine große Zweihand-Axt. Und gerade hier im engen Raum kann das sehr gefährlich werden. Und der ist übrigens Level 6, glaube ich, war das. Ja, Boss Level 6. Der ist schon mal weg. Tja, ist ja, was ich jetzt mache, ich ziehe mich wieder zurück. Und dann renne ich mir einen Reaktionsschuss. Nee, so blöd ist er nicht. Schade. Hätte ja klappen können. Einfach hin, mit dem dahin, mit dem dahin.
konnte zum Glück nicht zuschlagen, zu viel bewegt. Das mit dem Betäuben bzw. einfrieren, das geht jetzt nicht, weil der ist einfach zu dicht drin, dann würde ich uns alle einfrieren. Das hier könnte ich höchstens mal machen. Wenn ich das mache, dann kann ich mit der zwar nur einmal zuschlagen, beziehungsweise nur eine Aktion machen. Aber dafür hätte der Gegner jetzt eine Aktion weniger machen können. Denn ich konnte jetzt ja nicht nochmal schießen, also konnte jetzt nicht zweimal meinen Fernkampf einsetzen. So, und damit wären wir durch. Ja, so viel zum großen Talos, aber gut, wir sind halt eben noch ganz am Anfang. Ja, damit wären wir am Ende dieses ersten Levels. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das nächste Mal zeige ich euch dann noch, wie man Items, Champions und so weiter verkauft, wenn man sie nicht braucht. Und dann geht's weiter im Silver Tower. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.